Im Herzen der Altstadt von Gallipoli, in der Räumen, die früher als städtische Krankenhaus benutzt wurden, kann die wichtige archäologische Sammlung des Stadtmuseums Emanuele Barba besucht werden. Das Museum wurde im 19. Jahrhundert dank Schenkungen bedeutender Bewohner von Gallipoli gegründet. Im großen Museumssaal sind zahlreiche Stücke ausgestellt, die zur naturalistischen und archäologischen Geschichte des Gebiets gehören. Es ist eine Reihe durch die Geschichte ab der Zeit der Messapier bis zur Spätantike. Die Art der Ausstellung spielt die Kultur des Endes des 19. Jahrhunderts wider. Im Museum ist das zoologische Kabinett des Naturforschers Emanuele Barba eingebettet, das heißt eine Sammlung reich an Fossilien und Mineralien. Die Räume des Städtischen Museums sind festlich und stark mit der Tradition verbunden, wie ein Kulturschrein, der unter den Besuchern Staunen und Bewunderung hervorruft. Die Stadtpinakothek von Gallipoli ist auch vom kunstgeschichtlichen Gesichtspunkt aus bedeutend. Sie liegt in den Räumen des Palazzo Balsamo in der Straße Via Antonietta de Pace. Hier werden verschiedene Gemälde aufbewahrt, die der Familie Coppola gehörten und der Gemeinde von Gallipoli im 20. Jahrhundert geschenkt wurden. Man kann hier einige Meisterwerke des berühmten Maler Giovanni Andrea Coppola, einem Sohn der Stadt, bewundern. Er lebte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Coppola war ein besonders fähiger und berühmter Künstler. Er wird als einer der Meistermaler der salentinischen Barockkunst betrachtet. Seine feine und elegante Technik wird in dieser interessanten Gemäldesammlung hervorgehoben. Die Altfoliantensammlung und das Stadtarchiv wird im pittoresken ehemaligen Oratorium des Heiligen Angelus aufbewahrt. Heute ist es Sitz der Stadtbibliothek. Sehr suggestiv ist die prächtige Freitreppe aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, die sich perfekt in die gewundenen Gipsformen und Bäumen einschmiegt, die hier an die Rokoko-Architektur erinnern. Im Inneren wird ein wertvoller Archive- und Bücherbestand aufbewahrt. Hier werden nämlich verschiedene Folianten aufbewahrt, die zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert gedruckt wurden und darüber hinaus auch die wichtige Sammlung der berühmten roten Bücher, in denen die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Vergangenheit von der Gemeinde Gallipoli aufgezeichnet wurden. In den Räumen des Palazzos Rocci kann man das Meeresmuseum besuchen, eine prächtige Sammlung von zoologischen Meeresfunden und eine Abteilung für verschiedene Walarten. Das Meeresmuseum bietet die Möglichkeit, die Meeresbiologie besser zu kennen. Es ist sowohl für Familie als auch für Leute vom Fach geeignet. Auch das entzückende kleine Theater Garibaldi befindet sich in der Altstadt. Es wurde 1825 vom adligen Bonaventura Balsamo gebaut und danach von der Gemeinde von Gallipoli 1874 erworben. Im Inneren bewundert man die typische Architektur der italienischen Theater, prächtig mit wertvollem Damast und prunkvollen goldenen Stuckarbeiten. Das Theater Garibaldi ist ein kleiner Kunst- und Kulturschrein, wo noch heute wichtige Prosa-Schauspiele und Essay-Filme aus dem Spielplan stehen.